Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Terra Projekt. Heute haben wir nochmal die Chance, endlich mal unseren ersten Winnie abzuholen. Und ja, wir schauen einfach mal, wie das Ganze läuft. Wir haben hier auf jeden Fall wilde Tiere mit in unserem Team. Den grauen Wolf hier und hier den Fuchs ist das... keine Ahnung. Ein komisches Tier. Gegen haben wir auch zwei Miezetatzen. Oh, wild. Ja, ich bin mal gespannt. Die ersten beiden Runden, die wir auf Terra gespielt haben, die gingen ja sogar für uns, aber leider beide Male verloren. Oh. Au. Okay, der hat uns ganz böse gegeben. Bei meinem wurde er direkt getradet. Wir müssen eigentlich nur ein bisschen auf Zeit spielen. Die Gegner müssen kommen. Ich glaube, die haben sogar halbwegs für sich gelegt. Oh. Aber warum denn die ganze Zeit rauspieken? Genau so. Was machen die denn? Scheinbar gibt es hier irgendeine Glocke. Ja, aber was haben die anderen beiden gemacht? Also scheinbar gibt es hier übrigens irgendwo eine Glocke, die angeschossen haben, weil das war, glaube ich, nicht von der Map selber. Das war in einem zu komischen Rhythmus. Wanna go be again? Okay. Ich dachte, Gelb wirft irgendeine wilde Nate, wenn er da hinten so lang geht. Machen scheinbar hier einfach Jalla Abfahrt. Sehr schön. Kann ich das hier nochmal probieren? Okay. Hinbekommen. Das? Nee. Ah, der hatte einen Flash Assist. Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwas wurde da doch gemacht. Jetzt Mitte? Oder war das einfach nur der Call, dass der letzte da ist? Das kann natürlich auch gut sein. Man dürfte mal einen Kill machen. Das sieht auch gerade gut aus. Also wir haben nur in der ersten Runde einfach den frechen Headshot da kassiert. Ich weiß auch immer noch nicht, wo es am schnellsten ist, irgendwo lang zu gehen. Oder was hier der beste Spot ist. Sehr schön, der ist weggenadet. Dann smoken wir hier nochmal ab. Mal. Ja, da können wir gut pre-firen. Was ist denn, wenn man... Okay, sonst hätte ich mich gern hier hingestellt. War sehr schön. Mit der Nate, der Kill, der war wichtig, dass er keinen Quatsch mehr machen kann. Den anderen haben wir dann überrascht, dass wir da im Pre-Fan waren, weil wir ihn gehört haben. Sehr schön. War ein bisschen chaotisch, aber hat geklappt. Das ist das, was zählt. Haben auch ein Upgrade bekommen für unsere Mac-10. Ich mag dieses Quietschendengeräusch. Ach ja. Oh,
Down Game. War da noch ein bisschen Angst oder ich? Wann ist mit? Diese Sayoga da, ne? Das ist also. Der hat 2 Kills und beide war einfach direkt ein One-Tap gegen mich. Ich habe mir nämlich schon gedacht, langsam muss doch mal einer von da kommen. Jetzt hat er leider eine AK und. Boah, also. Jetzt tritt er hier auf. Ja, das war mein Fehler. Ich bin einfach auch viel zu lange da in der Mitte geblieben. Rena can drop you. Thanks, bud. Jetzt hat Gelb leider die Waffe genommen, weshalb ich mir keinen Helm kaufen kann, was jetzt richtig reinzackt. Just play slow and wait for pushes and stuff. Fucking hell, the latency on this game is terrible, man. I'm getting shot when I'm behind walls. Shit. Pushen hier über uns. One more. Need something. One biceps. Das heißt, einer bei uns oder Richtung B und einer Richtung T spawnen. Ich weiß auch noch nicht ganz, was hier am besten ist oder wo man hier am besten planten kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein bisschen unsmart, da so zu legen, aber ja, solange es klappt, soll mir das auch relativ egal sein. Der Spieler von B kann natürlich jetzt überall herkommen. Schön. War auch ein Noob-Battle. Er hat das ganze Magazin verschossen und der Gegner hat auch alles verschossen, aber hat zum Glück nicht getroffen. Somit bleibt unser Mate nämlich noch auf 100 HP. Der Gegner muss sich jetzt entscheiden, will er saven oder will er für das 1 gegen 2 gehen. Aber ehrlicherweise, good job. Aber das 1 gegen 2 war eigentlich auch ein bisschen Quatsch, weil die Zeit schon sehr gut runtergelaufen war. War sehr schön, dass die da so durchgepusht sind. So konnten wir auf jeden Fall gut Damage anbringen hier. Hier nie jemand mit ist, ne? Warte, ich Schwein. Aber warum wirfst du die Nate? Bist du denn dumm? Top mit. Schön. Ich dachte, die Steps wären da bei der Tür gewesen, von dem Durchgang von B zur Mitte hin. Oh, da habe ich mich natürlich voll verhauen. Mein Spray vorher, der war auch schon. Go A. Last one B. Das ist die beste Entscheidung, die sie machen können. Gegner unter Zeitdruck setzen. Die können sich positionieren. Mollo ist absolut schwachsinnig eigentlich. He's going city. Ja, leider hat unser grauer Wolf da die Step scheinbar nicht gut gehört. Da die Frage, für wen geplantet ist. Nice, good job. 13er P hatte der. Ist auch ein bisschen unlucky, aber naja, happens. Jetzt ist die Frage, ob der CT da wieder an der Mauer stehen wird. Jetzt könnte man das ja unter Umständen vielleicht ausnutzen. Let's go,
guy always pushes here with a shotgun. Dass hinter sie hier komplett offen steht. Hier habe ich auch schon ein paar Mal welche gesehen. Hey, der Headshot war nice. Is it just the guy in mid? I'm planting on B. I'm planting the bomb. Right. Sehr schön. Es war sehr gut, dass er einen Full-Focus auf unserem Mate hatte und dass er nur einen Hit in sein Bein bekommen hat. Das wollte ich gerade sagen. Das war sehr, sehr wichtig. Irgendwie die Musik ist beruhigend, aber irgendwie ein bisschen nervt die auch mit der Zeit. Schmeißt einfach die Arve weg. Let's go. Ich weiß nicht, ob ich gerade mit einer Arve spielen möchte, aber wir können es auf jeden Fall einmal probieren. One more mit. And one still mit. Sehr schön. Ich glaube, die sollen tatsächlich sonst einfach Richtung B gehen. Sehr schön. Schrotflinte, ey, immer. Grün kann auch nochmal danach nachsmocken. Den Bomben. Mag ich gar nicht. Oh my god. I'm sorry, he's went through the... Nice. Okay, also mit der Ava hat ein bisschen geklappt, aber das war nicht mit Confidence geschossen, das habe ich gemerkt. Okay, dann nehmen wir die. Ich nutze Tech 9 nochmal. Guck mal, ob wir nochmal in der Mitte wen da holen dürfen. Vielleicht klappt es ja jetzt besser, weil ich meine ersten Aufwärmschüsse mit der Ave gemacht habe. Okay, wir haben sie gegenseitig abgeschossen. Unten oder oben? Can you come B? I'm gonna try. CT. One mid. Nice, good job. Die rotieren aber auch verdammt schnell, ne? Ist da noch eine Waffe? Nee. Yellow, I can drop you. Hey, VP. Okay. Nochmal hier unten lang. Aber wie war das? Kein Hit? One is still on B. Oh, what's happening? Ja, ich habe zu lange mit dem gespielt. Aber der vorletzte Schuss, also dass der nicht gehittet hatte, das wundert mich. Hat eigentlich das passende Timing drauf? Oder hätte ich gesagt, ich hatte das passende Timing drauf, um ihn zu töten? Sehr schön.
freeway. Also ich war mir recht sicher, dass das Timing passt mit dem Schießen da, wenn er gerade um die Ecke zieht, und eigentlich habe ich auch passend gedrückt. Weiß nicht, vielleicht war ich in der Bewegung oder war wirklich so irgendwie so ein Millimeter oder so daneben. Egal, wir gehen wieder auf die AK. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr Quatsch machen. Mal die Bombe weiter. Mal sehen, ob die bei grün bleibt oder ob er die weiterträgt. Also sieht auf jeden Fall gerade nach einer guten Runde aus. Das freut mich zu sehen. Ich gehe jetzt nochmal hier Richtung B. Wir sind Angst, wenn ich da oben keinen sehe. Frage ist, wo der letzte dann ist. Ups, Entschuldigung. Sehr schön. Wo war denn die B-Defense? Haben wohl scheinbar komplett am Mitte gespielt. So, letzte Runde. Können wir noch hier kaufen. Wir können hier noch eine P250 hinlegen. Hier liegt auf jeden Fall ein bisschen was an Munition auf dem Boden. Wenn jemand die Munition hier ausgehen sollte. Und nochmal gewechselt scheinbar. Hä? Und still B. Aber ich muss gerade sagen, ich habe gerade ein bisschen den Film gefühlt. Weil ich hätte es gerade richtig gefühlt, so ein Ace zu machen, ne? Ich glaube, wir konnten da gerade gut aufräumen mit dem Triple Kill. Ah, und diesmal haben wir nicht den Headshot von dem Sayora da bekommen, ey. Ja, das sollte eigentlich unsere Runde sein. Wir sind Feuer drin, das haben wir gehört. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das sieht, also ich möchte es nicht jinxen, aber das sieht nach einem Win für uns aus. Oh, wobei der Sayoga da, der carry hier auch ganz gut durch. Und dann wollen wir mal gucken, wo unsere Mates hingehen. Bin ja offen für... Ich gehe sonst mal in die Mitte. Bevor hier niemand sich irgendwie bewegt. Assist, einen Kill bekommen. Es tut mir richtig für diesen Sayoga da leid. Also der probiert alles, um das hier noch durchzucarryen und irgendwie... Rollen die da rum. War das jetzt eigentlich Orange, der da gerade den Dings gemacht hat? Der den Teamkill? Sonst würde ich den eigentlich gerne reporten. Griefing. Ist die Frage, inwieweit das hier was bringt. Ein bisschen schlecht geschossen. Mann, lass mich den Kill doch holen.
Careful mid. In front of the window. GG. Leider zu wenig Schüsse gehabt für den anderen da vorne. Aber fast ein 140er ADR, das kann sich sehen lassen. Sehr schön. Ja, cool. Dann hoffe ich, euch hat die Runde gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht auf Terra spielen und einen Rang bekommen. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.